Also irgendwie sieht Son Gohan gar nicht mal so aus wie ein Teenager, war. Naja, egal. Willkommen zurück hier zu Dragon Ball Z, das Erbe von Goku 2. Wir haben endlich alle 5 Charaktere freigespielt und haben noch einiges vor, bevor die Sales-Spiele beginnen. Und dann alle Charaktere Level 50 bringen. Oh mein Gott, dann hatte ich sie im Dragon Balls aufsuchen. Letzten Namen Kiana suchen. Und nach neuen Namen greifen, cooler Plan machen, dann natürlich mit Son Goku, ist klar. Oh Mann, wir haben noch einiges vor. Du, 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 du. Da war's, wa? Die geht, wie geht da Türe? Oh, ist doch Stufe 50 hier. Ich frag mich allerdings, wie hier wohl die Dragon Balls markiert sind. Oh, da ist bereits einer. Ich wollte gerade sagen, wie sind die wohl markiert? Das muss da sowieso dahin. Entschuldigung. Super Saiyan! Ganz kurz gucken. 57, 55, 51! Alter, ist der krass. Ich kann noch ein bisschen Ausdauer. Also jetzt ist er echt übel drauf. Bin ich richtig? Moment! Naja, es wird zwar so auch gehen, aber nee, nee, komm! Aus dem Weg! Ich hab keine Zeit! Für euch. Ja, Super Saiyan geht relativ schnell flöten. Bin aber richtig hier, wa? Mann, ey, einfach kein Ki, da ist er total beschissen. Alter, geben kein Key, weil wir verarschen? Naja, Gohan schafft es ja auch so. Trotzdem ein bisschen doof. Natürlich, jetzt kriege ich es. Ja, ganz toll. Das ist die 50er. Ja, in diese 50er Tür wollte ich sagen. Aua! Naja, so wie dazu. Super Saiyajin. Was ich auch ein bisschen bescheuert finde. In keinem einzigen dieser Spiele der Trilogie, also sprich jetzt da Legacy of Goku 1, 2 und Boost Fury, was man durchaus auch als Legacy of Goku 3 bezeichnen kann, in keinem dieser Spiele gibt es offiziell einen zweifachen Super Saiyajin. Schauen wir mal, kann man den in Boost Fury gar nicht erreichen, also weder Goku noch Gohan, wobei Gohan verstehe ich es wissen, der hat da wirklich keinen großen Auftritt mit dem zweifachen. Auch Vegeta und so, die erreichen die Form da scheinbar nie und auch Gohan hier in diesem Spiel. Gut, ich meine, erreichen wir schon. Das, ja, aber es heißt einfach anders. Wir setzen noch von wegen Super Saiyan Raserei. Leider Gottes. Und daher, naja. Geht mir doch alle aus dem Weg, Mann. Ihr habt doch eh keine Chance gegen uns. Ach ja, bereits Part 24. Jo, Sales-Spiel ist eigentlich noch bevor. Ist eigentlich das letzte große Abenteuer noch, aber für 100% des Spiels haben wir noch ein bisschen. Wer weiß, ein bisschen, sogar viel mehr noch vor uns. Ja, der Name Kiana unter anderem, da ist der Dragon Ball. Okay. Wir tun doch alle Charaktere Level 50 trainieren. Ach, da freuen wir schon sehr drauf. Das wird so geil werden, alle 50, hey, jeden Gegner irgendwie tausendfach besiegen, bis wir das richtige Level haben. Sarkasmus ist schon was Geiles. Ja, nee, also, es hat natürlich auch schon seine Schattenseite, muss man natürlich auch so sehen. Weil das Problem ist, wenn ich jetzt da, ja,
doch so krass trainiere oder nach Level 50 habe, ist ja der Kampf gegen Cell nicht mehr so spannend. Super Saiyan! Das ist wie gesagt die Kehrseite. Andererseits, an Level 50 kriegen wir alle Statuen, also sprich alle Trophäen zusammen. Und dann eben noch den Secret-Charakter am Schluss und dann noch Level 50 trainieren und dann das Secret-Ending. Innerhalb von 100%, wa? Und das macht man echt nie mehr, ey. Das ist echt so. Ja, man, es gibt ja schon gute Trainingsareale, wa? Das ist natürlich schon. Vor allem natürlich in nördlichen Bergen da, bezüglich halt ein Areal, diesem Gebiet, wo man eigentlich mit Son Goku hin kann und aber trotzdem schon trainieren kann, weil man irgendwie durch diese Barriere trotzdem durchschießen kann mit den Triceratops und so, das ist schon geil. Indem er, ja, hat trotzdem so eine Sache, oder von wegen, ja, soll man da trainieren und so weiter, Ja, im Prinzip schon. Yeah, 33! Geil, Mann, so hat aber auch. Oh, er hat sogar. Nein, ganz klar. Ja, gar keinen Flugpoint. Verdammt! Das ist scheiße. Jetzt haben wir goldene Kapseln. Da muss ich auch sagen, dafür, dass die goldenen Kapseln ja im Grunde genommen in der ganzen Welt verstreut sind, oder? Und es immer in 25 in der Zahl sind, haben wir es relativ schnell gefunden. Also was haben wir hier? Da unten haben wir nichts. Ne, das Lost-Terrain für Trunks, eine 50er Barriere. Merken wir uns für später noch. Die Namekianer sind da, aber hier muss noch hin und Dragon Ball, der da unten war. Jo, ja klar, dass er da ist. Ein Dragon Ball. Und dann kann ich noch den Charakter switchen. Oh Mann, ey. Und das Spiel neigt sich dem Ende zu. Also planmäßig ist es echt immer noch mit 30 Parts beenden. Andererseits, weil ich schon das erste Projekt mit 7 Parts beendet habe, oder? Gut, das war ja ein bisschen glücklich gewählt. Wenn es hier 30, dreimal so lange. Nein, ich würde sogar theoretisch sagen, viermal so lange, weil dort habe ich halt nie wirklich gut. Wirklich viel trainiert, hier allerdings schon und wenn natürlich noch viel trainieren. Wenn ich halt wirklich alles zeigen würde, auch das Training, dann denke jetzt Projekt locker 40 Parts. Ja, sogar 50 könnte durchaus vorstellen. Kamehameha! Tschüss, Mann! Aber naja, denke mal 30 Parts ist auch ganz gut. Ich bin auch gespannt in den Cell-Spielen an und für sich, plus Secret Ending und so, dass alles in ein paar quetschen kann, die Trophäen halt zu farmen. Das könnte noch knifflig werden. Ja, und sonst Überlänge, wa? Überlänge ist immer gut. Und gibt eine gute Laune, außer im Bett, was? Ja. Wir bleiben beim Thema. So, auch den Dragon Ball haben wir gefarmt. Gefarmt, sag ich schon, gesammelt, Mensch. Ja, farmen wäre ein bisschen was anderes. Farmen könnte. Im Prinzip kannst du gar nichts farmen. Die Kapsel gibt es nur jeweils einmal. Und, ich meine, die Fische kannst du farmen, du kannst auch nur drei maximal tragen, dann ist damit Farmen auch nicht so viel. Verschneites Hochland, ja, das ist ein neues Gebiet hier. Gab es da ganz ziemlich gutes Trainingsgebiet noch? Aber trotzdem ist Base noch dann nördliche Berge, da mit Triceratops. Er sagt absichtlich die Mehrzahl Triceratops, weil es da halt Goku bereits hat, weil er bereits geöffnet hat, kann da halt gegen mehrere antreten, ineinander halt und. Sogar so ein Viech müsste eine 30.000 Erfahrungspunkte geben. Stell dir vor, etwa 10 Stück oder hintereinander, so zwei Areale und so. Bam, 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 es wird 300.000 Menschen Erfahrungspunkte. Bei 100 wären es 3 Millionen. Alter. Achso, stimmt, das war ja Kokosbarriere. Hä? Was ist der echt dadurch? Das war der Namekianer, oder? Papst, wo hast du hier deine Speicherblock zum Switchen? Der war nicht hier, wa? Nö, ja, da muss ich durch. Da ist ein Namekianer da links unten und da ist Goku 35. Ja, orange ist ja Goku. Flip. Mein Papa! Au! Das war die Kniescheibe.
Und diese verdammten Tiger müssen weg. Nur weil diese Tiger Rocks war. Ah, hier war er. Gott, ich dachte schon. Ich hätte mich irgendwie vertan, aber natürlich, der war ja hier. So, unser guter Son Goku, Super Saiyajin, 35 vom Level her, immer noch. Ja, ja, ja. Gut, mein Trainier müssen wir ihn sowieso. Weil ich erinnere mich, dass wir für Cells sogar noch Level 40er Barriere brauchen. Und es gibt sowieso noch, generell glaube ich, ein bis zwei Level 40er Barriere für Goku. Ich glaube sogar noch Level 45er Barriere, aber es gibt keine 50er Barriere für Goku im ganzen Spiel. Das heißt, ja, wegen der Trophäe und so weiter, so ein Goku müssen wir theoretisch nicht Level 50 trainieren, da reicht 45. Weil seine Trophäe kriegen wir so oder so, müssen einfach nur das Spiel einmal abschließen. Dann kriegen wir die Trophäe. Ist ja auch geil, wa? Aber nehmen wir schon sagen 100%, dann machen natürlich alles 100%, sprich auch Son Goku muss Level 50 werden, wie also anderen Freunde, und ja, das wird lustig. Also ganz so einfällt, oder wohl er auffällt, Son Goku hat jetzt einen Attacken nach Kamehameha, Geisterbombe, das ist natürlich Genkidama, war, die er geil aufladen kann, aber, was ich mir noch gesagt habe, er hat nicht die Sonnenfaust, sprich die Taioken. Also nicht Kaioken natürlich, sondern Taioken. Die Sonnenattacke, die er von Tenshin Han abgeguckt hat, die hat er ja im Vorgänger noch. Hat so ein bisschen doof dargestellt, aber, ja. Dass er noch drauf ist, so hier Kamehameha plus Genkidama, keine Ahnung, ich meine Genkidama. Der Move selbst ist schon stark und sieht auch geil aus, aber der braucht ewig zum Aufladen, macht dann dafür relativ wenig Damage leider. Hm. Ein Namekiana mehr, geil. Mal gucken, ist jetzt, was zum... Ein roter Bandit! Hat der für Werte? Jo, der hat ein little bit mehr Power. Du schmeißt auch mit Bomben. Oh! Alle schmeißen sie mit Bomben. Kamehameha! Verdammt, bringt nichts mehr. Au, meine Fresse, jetzt reicht's. Nein, ich sage, es reicht. Ha ja! Ha ja, 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 Trommelwirbel. Jo. Hat's voll gebracht. Hä, was ist denn hier noch? Da. Oh nein, ich weiß, was da hier ist. Nee, bitte sag mir nicht, dass das ist. Nee, das kann nicht sein. Das kann nicht sein, dass das ist. Au! Ist echt das hier oben? Nee, das kann nicht sein, Leute. Ninja, es kann nicht das, was ich gerade denke, dass es ist. Aber sie kann. Was hier oben? Nördlichen Bergen? Nicht nördlichen Bergen, sondern auf den Bergen oben. Die quasi schon eine Wüste. Hä? Hier? Also Ninja weiß ich auch noch. Da muss das doch das geheime... Ach du Scheibenkleister. Ja, hier treffen wir einen Charakter, den kennen wir auch aus dem Anime noch. Und zwar, ich glaube, es war sogar filmmäßig, war. Auf den ist ja Son Gohan getroffen. Ja, an der Pause war. Genau wie hier eigentlich, wenn man so recht überlegt. In der Pause zwischen dem Training und dem Cell-Spielen. 35, 39. Und einen Charakter, den wir noch aus dem Original Dragon Ball kennen. Was Black gemacht? Hier ist noch einer, oder? Über. Ja, auch nicht. Jetzt muss der weg. Komm schon weg mit. Alter. Wirst du endlich mal abhauen? Dankeschön. Gibt noch viele Punkte, wa? Viele, viele bunte Punkte. Ja. Ich kann jetzt schon mal sagen, hier ist. Oh ja, es ist das Gebiet, scheiße. Hier ist Abkratzen fast schon vorprogrammiert, weil die Gegner machen viel Damage. Und es sind zum Teil echt noch viele Gegner. Goku, das wird ein bisschen Luna. Okay, Glück gehabt. Wie gesagt, der Abkratzen ist. Bitte nicht wundern, aber das wird, glaube ich, noch mehr als einmal passieren. Aha, und unbedingt.
Im Gegenteil, ich hoffe eigentlich, dass meine Abkratzzeit bereits abgelaufen ist und das nicht mehr so häufig passieren wird. Hm. Ja, drei Barrieren, genau. Hm. Nee, das ist doch was anderes, wa? Jetzt überlege ich gerade. Ja, noch gehen zwei auf. Ich bin gerade verwirrt, was andere dort bei uns. Nee, Moment, ja, jetzt, nee, ich irre mich. Entschuldigung, Entschuldigung, hab mich geirrt, das, was ich gerade gemeint habe, das ist ja bei uns zu Hause. Mensch, ich Trottel. Also da bei Goku, Gohan, Chichi zu Hause, da gibt's eine Barriere für Vegeta und dort ist das Areal, was ich gerade gemeint habe. Mensch, natürlich. Wie kann man nur so bescheuert sein? Du, wie geht das bloß? Ich weiß es nicht. Du. Auf los, du, was für ein armes Los, was? Du. Hm. Naja, wird schon werden. So, soweit alles ganz ready for takeoff. Ja, gut, ich denke mal, kommen wir relativ gut voran. Und voran durch natürlich. Mann, hör auf mich zu schlagen! Alter, der schlägt mich! Ich bin kein Kind mehr, von dem her. Apropos Kind, Leute, ich dachte mir so vom Wegen, ja, jetzt sage ich dann bald schon nach einer Boost Fury durch und so, aber schon mal die ganze Dragon Ball Z-Reihe durchgezockt, oder? Also halt von dieser Game Boy Advance-Reihe her, sag ich jetzt mal. Dachte mir so, wie wär's jetzt eigentlich doch mal mit Dragon Ball GT Transformation? Das ist ja eigentlich, wenn man so will, der vierte Teil. Diese Reihe nur eben halt von Dragon Ball GT über die Babysaga. Und ich finde die Babysaga persönlich ja viel geiler als zum Beispiel auch die Buu-Saga. Das kannst du dazugeben, gut, ich meine damit Super 17 Saga und die Schattendrachen waren ein bisschen überflüssig. Immerhin die Babysaga waren ja nicht ganz geil. Da dachte ich mir so, okay, da geht die Transformation mal kurz anzocken, dann kann ich ein paar Minuten zocken zum Gucken, wie kampfsystemmäßig und so weiter es ist. Und auch wenn ich es immer sicher mal zocken werde. Aber es ist komplett anders als hier. Komplett anders. Mein Kampfsystem ist okay, ist klar. Muss auch ein bisschen anders sein und so, aber nichts dagegen. Aber auch die ganze Grafiken dargestellt, die ganze Charaktere dargestellt wurden, die sehen irgendwie so aus als. Selbst Pan, die sehen irgendwie aus wie so eine. Weiß auch nicht, wie so eine geile Räuberin, ganz ehrlich. Sieht total beknackt aus zwischenzeitlich. Also, hey, ich füge dir gerne Schmerzen zu. Ja, wie Pan. Ich meine, irgendwie so in der Art, da muss man schon sagen, liebe Entwickler, was haben eure Designer geraucht? Also, da muss ich irgendwie so sagen, also, nee, da gibt echt keine bessere Erklärung, Entschuldigung, sowieso nicht. Aber ja, sehen wir alles nach, wenn es soweit ist, mit Dragon Ball GT Transformation. Wobei, das wird ja noch eine Weile dauern. Erstmal hier natürlich, bis Ende Oktober schätze ich das Ganze mal, war, wird hier noch, wow, Hilfe. Serie von Goku 2 durchgehen und dann plane ich eigentlich frühestens am 1. Januar 2016 plane ich dann Boost Fury. Dann geht die Transformation, müssen eigentlich schon 4 Monate später kommen, weil es immer so, jo, monatmäßig halt. Der zweite Teil kam ja 2 Monate nach dem ersten und der dritte dann 3 Monate nach dem zweiten und der vierte dementsprechend 4 Monate nach dem dritten. Also müsste dann GT Transformation theoretisch am 1. Mai losgehen. Tag der Arbeit. Ja, toll. Die ganze Welt hat frei und ich lade so ein Spiel hoch. Toll. Das ist doch geil. Du. So, ganz bitte mal. Alter! In die Fresse! In your Fresse! Au, 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 immer ins Fressbeet. Du. Mann, ich brauche noch ein Level Up. Gib mir das. Es fehlt nicht mehr viel. Hey, hey, wow, 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 au. Und wir voll in die Fressluke.
Wie können die es wagen? Au. Voll in die Nüsse. Kann ja noch viel aus, wa? Komm schon, jetzt geht noch einmal. Dankeschön. Wow, natürlich getroffen. 38, yeah. Goku ist einfach so geil drauf. Gut, muss man sagen, das reicht mal für heute hier bei Dragon Ball Z. Sehr von Goku 2 in dieser Folge. Dann werden wir, bald einen Dragon Ball suchen, wa? Bis dahin. Ciao zusammen.